Art Plus ist ein Programm, das wir jetzt im letzten Jahr begonnen haben. Es ist eigentlich entstanden aus dem Wunsch auch unserer Mitglieder, auch aus unserem eigenen Interesse, weil wir immer gesagt haben, wir arbeiten bei Eucrea immer projektorientiert. Wir versuchen mit unseren Projekten, mit unseren Angeboten Impulse zu setzen, Ideen zu setzen. Aber uns fehlt eigentlich immer die Kapazität und die Möglichkeit, wirklich strukturell was zu verändern. Und dass das ein offenkundiges Thema ist, das wissen wir, glaube ich, alle in diesem Raum, dass die Strukturen insbesondere für berufliche, künstlerische Ausübung und für Ausbildung für Künstler mit Behinderung oder künstlerisch ambitionierte, talentierte Menschen mit Behinderung in Deutschland wirklich noch im Dornröschenschlaf liegt. Zumal, sobald wir etwas außerhalb des Kontext der Behindertenwerkstätten uns bewegen in Deutschland. Dass dazu viel Lobbyarbeit nötig ist, politische Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit und natürlich Gespräche mit den Kulturinstitutionen, mit den ganzen Akteuren. Das war uns schon lange klar, aber uns fehlten immer die Möglichkeiten, auch finanzieller Art wirklich strukturell was tun zu können. Wir haben dann jetzt im letzten Jahr die Möglichkeit bekommen, über das Bundeskulturministerium oder Bundesbeauftragte für Kultur und Medien das Programm Art Plus ins Leben rufen zu können. Das ist erstmal ein, sag ich mal, kleiner Anfang. Das Projekt wird über anderthalb Jahre gefördert, sprich noch bis Ende dieses Jahres. Ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, in dem wir zumindest mal anreißen oder andenken können, wie können wir eigentlich diese Landschaft im Bereich Beruf und Ausbildung anfangen zu bewegen. Ich drücke es jetzt mal so vorsichtig aus, anfangen in Bewegung zu setzen. Und wir haben uns erstmal so gesagt, wir machen das Modellraum Hamburg. Das hat damit zu tun, dass in Hamburg erstmal sehr viele Ateliers und Künstlergemeinschaften behinderter Künstler vorhanden sind, dass wir den Kooperationspartner Alsterarbeit haben, der in dem Bereich schon sehr lange, sehr offensiv auch tätig ist und dass wir auch die Kulturbehörde Hamburg haben, die dort ja eine eigene Fachabteilung innerhalb der, oder ein Fachamt innerhalb der Kulturbehörde oder Referat hat, das sich auch dieser Thematik widmet und von dieser Seite aus auch viel Interesse und Engagement kam. Und wir haben dann gesagt, gut, was kann man in anderthalb Jahren machen? Man kann erstmal so einen kleinen Mikrokosmos im Grunde aufmachen und versuchen mal an einzelnen Beispielen zu zeigen, also im Grunde erstmal Beispiele zu schaffen. Wir müssen Beispiele zu schaffen, um peu à peu überzeugen zu können, was überhaupt möglich sein könnte oder perspektivisch denkbar sein könnte. Und deswegen haben wir uns also erstmal mit der Sache an sich ein bisschen beschäftigt, versucht nochmal die Situation zu analysieren. Es gibt einmal ja die historische Entwicklung sozusagen, dass sich die Kunst von Menschen mit Behinderung und alle Aktiven, die da rundherum mitgewirkt und gearbeitet haben, seit Beginn der 80er Jahre sehr stark in die Werkstätten verschoben hat. Das ist ein großes Glück. Auf der einen Seite, weil die Werkstätten einfach eine Infrastruktur bieten, die sonst auch im Bereich der freien bildenden Kunst nicht auffindbar ist, die einfach die Möglichkeit langfristigen künstlerischen Schaffens sichert, sozial absichert, in dem, was an Mittel und Möglichkeiten gebraucht wird, absichert. Das hat sehr, sehr viele Vorteile, hat in gewisser Weise aber in den letzten 10 Jahren dazu geführt, dass sich so eine Art parallele Kunstwelten aufgebaut haben. Das heißt, es gibt unserer Meinung nach so die Kultur- und Kunsteinrichtungen, die Ausbildungsstätten, die seit den 50er, 60er oder auch natürlich schon teilweise davor gegründet arbeiten und ausbilden, Künstler beschäftigen. Und es gibt die Werkstätten, in denen Künstler mit Behinderungen tätig sind. Es gibt natürlich viele Überschneidungspunkte. Es gibt gemeinsame Ausstellungsvorhaben. Es gibt Ausstellungsvorhaben in Museen. Es gibt Theatervorproduktionen. Es gibt viele, viele Dinge, wo Überschneidungen stattfinden. Und trotzdem sind diese Bereiche nach wie vor
räumlich und personell und auch von der Förderlandschaft her getrennt voneinander. Und das ist eine Sache, die wir versucht haben in Fokus zu nehmen. Warum ist das so? Ich habe jetzt gesagt, die historische Entwicklung hat das beeinflusst, dass wir uns in so unterschiedlichen auch Förderstrukturen in Deutschland bewegen. Auf der Seite der Kultureinrichtung hat es viel mit mangelnder Kenntnis zu tun, unseres Erachtens. Also selbst würde man sagen, dass die Kulturszene in Hamburg relativ aufgeklärt ist schon, und trotzdem treffen wir immer noch auf unendlich viel Unwissenheit zur Arbeit, zur Kreativität, zum künstlerischen Schaffen, zur Qualität dessen, was Künstler mit Behinderungen schaffen, erschaffen, produzieren. Es gibt einfach keine Beispiele. Wir haben keine Beispiele in der Ausbildung, in der Hochschullandschaft, wo man wirklich mal zeigen könnte, hier studiert ein Mensch mit geistiger Behinderung Kunst. Das haben wir definitiv nicht. Häufig fehlen auch die Berührungspunkte, das wieder ein bisschen zu diesem Parallelwelt-Thema, auch wenn ich weiß, es ist immer sehr persönlich abhängig, wie jeder Atelierleiter oder die einzelnen Akteure eben in der Stadt vernetzt sind oder in ihrem regionalen Raum oder Bezugspunkte haben. Die meisten Dinge, die funktionieren und laufen über persönliche Kontakte. Auf Seiten der Kultureinrichtung gibt es sehr wenig Vorstellung auch. Also wirklich Fragezeichen. Wie sollen wir das denn machen? Wie soll das denn gehen? Zeitknappheit, Befürchtungen. Das macht uns mehr Arbeit. Diese Dinge aufzuheben, meines Erachtens laufen nur über Gespräche. Also über Gespräche und Informationen, über Überzeugung und auch einen gewissen Enthusiasmus. Das Gleiche auch auf der Seite der WFBMs. Häufig existieren die künstlerischen Ateliers, ob im Darstellenden oder im bildenden Kunstbereich, innerhalb der einzelnen, häufig ja auch großen Konzerne, sehr separiert von den anderen Abteilungen, auch oft sehr separiert von der Geschäftsführung, die wiederum nicht unbedingt einen Zugang hat zu künstlerischen Inhalten, zu den Bedingungen und Bedürfnissen künstlerischer Ausbildung, die eben doch sehr anders ist als die Qualifizierung für die anderen Betriebsbereiche innerhalb der Werkstatt. Die Ämter, auch in Hamburg, arbeiten sehr getrennt voneinander. Behinderung ist im Integrationsamt angesiedelt, innerhalb der Sozialbehörden. Kulturbehörde hat immerhin schon im Hamburger Fall jetzt ein Fachreferat. Aber auch dieses Fachreferat wiederum ist isoliert, mehr oder weniger isoliert, innerhalb der eigenen Behörde, zuständig für diesen Personenkreis. Nicht alle Fachbehörden, in Anführungsstrichen, oder alle Fachreferate innerhalb der Kulturbehörde, die bildende Kunst, die Fotografie, die Literatur und so weiter, für die es ja alle Fachreferate gibt, verstehen Inklusion als ihre Aufgabe, sondern Inklusion besteht nur diese Fachabteilung als Aufgabe. Also auch da immer wieder eine gewisse Abgeschlossenheit und dadurch natürlich immer wieder fehlende Bezugspunkte, fehlende persönliche Kontakte, wenig Informationen. Wir haben daraus gesagt, im Grunde geht es nur so. Wir müssen informieren, sprechen, Kontakte machen, Dialog anregen und ganz individuelle Maßnahmen entwickeln. Auf Seiten der Kulturhäuser ins Gespräch kommen, wie können wir Möglichkeiten finden, einen behinderten Künstler zum Beispiel im Schauspielbetrieb mitarbeiten und agieren zu lassen. Dafür brauchen wir einen behinderten Künstler, der das kann, der das leisten kann. Wir brauchen dafür gegebenenfalls bestimmte Assistenzen, absolut individuell unterschiedlich. Wir brauchen künstlerische Formate im Bereich Theater, im Bereich der darstellenden Kunst. Ich komme gleich nochmal auf die Beispiele, wo das zusammenpassen kann. Also es sind immer ganz individuelle Situationen an der Situation der einzelnen Künstler und an der Situation der einzelnen Häuser
orientiert oder Ausbildungsstätten. Gut, wir haben gesagt, wir versuchen 8 Präzedenzfälle in diesen 1,5 Jahren in unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen, Modellraum Hamburg, und wir beziehen uns auf Ausbildung und Beruf. Und jetzt stelle ich kurz diese 8 Präzedenzfälle oder diese 8 Beispiele vor, die wir jetzt im nächsten halben Jahr angehen werden. Das heißt, das sind jetzt die Dinge, die wir planen und die jetzt in den Gesprächen mit den einzelnen Kulturhäusern zustande gekommen sind. Und da kann ich schon mal sagen, es waren sehr gute Gespräche. Wir hatten das, was wir eigentlich befürchtet haben, dass wir im Grunde da, ich sag mal so ein bisschen als die lästigen Quotenleute ankommen. Auf diese Situation sind wir nicht getroffen. Und zwar nicht einmal. Es waren wirklich durchweg offene, konstruktive, kreative und kooperative Gespräche. Und wo man wirklich gemeinsam überlegt hat, was könnten wir wie tun. Und das ist für mich eigentlich das, sag ich mal, Positivste an diesem Projekt, dass es anders verlaufen ist, als ich dachte. Wir dachten, es wird mühselig, es wird schwierig, es wird eine große Überzeugungsarbeit. Wie können wir überzeugen? Aber es war so, dass wir bis zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht so viel überzeugen mussten, sondern auf relativ offene Türen gestoßen sind. Ich stelle jetzt kurz diese 8 Beispiele vor, 8, 9, 10, die wir jetzt beginnen werden ab Sommer. Es wird im Deutschen Schauspielhaus ein Praktikumsplatz Regieassistenz eingerichtet und es wird über die Einbeziehung behinderter Schauspieler in bestimmte Produktionen gesprochen, auch Statisterie, aber auch in Bezug auf künstlerische Produktion bzw. Schauspiel. Das ist noch im Gespräch. Wir haben das Hamburger Konservatorium, das ist eine sehr renommierte Ausbildungsstätte im Bereich Musikqualifizierung, musikalische Qualifizierung in Hamburg. Die werden für die Musiker von Station 17 ein Qualifizierungsangebot entwickeln, das über ein Jahr läuft mit einer Abschlussqualifikation. Hintergrund dieses Gedankens war, dass Station 17 als Band oder die Musiker in der Betriebsstätte Bahner 16, ist die meisten wohl bekannt, innerhalb von Alsterarbeit auftreten, produzieren, Musik machen, kooperieren, aber von der Werkstatt aus immer es eigentlich mangelt an Qualifizierung, also wirklich am Instrumentalunterricht, an stimmlichen Ausbildung, an der wirklichen Weiterentwicklung künstlerischer Fähigkeiten. Wie soll die Betriebsstätte sich künstlerisch weiterentwickeln, wenn immer dieser Bildungshintergrund fehlt? So, wir konnten das Hamburger Konservatorium gewinnen, dass die jetzt in Kooperation diese Bildung anbieten wollen, werden, nicht nur wollen. Schmitz-Tivoli ist ein Privattheater in Hamburg, liegt auf dem Hamburger Kiez, produziert seit Jahren, ich glaube 12 in Folge mittlerweile, ein Musical, nennt sich Heiße Ecke, es geht so um dieses Thema Kiezkultur. Und die werden jetzt in diese Produktion, die werden ihr Drehbuch umschreiben und in diese Produktion für einen Schauspieler aus dem Ensemble Meine Damen und Herren in Hamburg eine Rolle schreiben und mit in diese Produktion bringen. Das befindet sich jetzt gerade in Arbeit. Dann haben wir noch die Hip-Hop Academy, das ist also stark aus der Stadtteilkultur, Jugendkultur, ein erwachsenes Projekt, mittlerweile aber auch sehr professionell und im großen Format aufgestellt. Da werden also, ich sag mal, Jugendkulturtechniken oder solche, die bei jüngeren Leuten besonders beliebt sind, im Bereich Tanz und darstellende Kunst und Musik unterrichtet. Und es wird jetzt demnächst ein Casting geben bei Bahner 16, wo einzelne Teilnehmer, die möglicherweise in dieser Hip-Hop-Akademie in Zukunft partizipieren können, ausgewählt werden und dann werden sie in diesem Ausbildungsangebot mit partizipieren. Ja, dann werden wir, es gibt eine Agentur Rollenfang, wir hatten darüber auch schon kurz berichtet, das ist eine Berliner Initiative. Diese Agentur hat verschiedene Schauspieler mit Behinderung in Deutschland ausgewählt, unter anderem auch einige Hamburger Schauspieler. Und die
sind jetzt aufgenommen worden in eine Künstlerkartei und es geht darum, diese Künstler in Filmsets, an Filmsets, in Filmproduktionen zu vermitteln. Und wir werden dabei auch einen Hamburger Schauspieler begleiten. Das ganze Programm, das Programm Art Plus, wird wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. In dieser Vermittlungsarbeit zum Film hin, da wir gerade im Bereich Film ja bislang sehr wenig Beispiele haben. Dann haben wir uns mit der Infrastruktur der Stadt beschäftigt, auch nochmal dieses Thema mit den, also die anderen Fachbehörden, die Fachreferate innerhalb der Kulturbehörde zu gewinnen, auch inklusiv zu denken, auch Strukturen zu schaffen innerhalb ihrer Referate, wo langfristig Möglichkeiten eingerichtet werden der Partizipation. Und das ist auch zurzeit in Arbeit. Wir arbeiten an der Einrichtung von Atelierplätzen außerhalb von WFBMs im Rahmen einer Hamburger Künstlergemeinschaft, die wir in irgendeiner Form zeitweise für Künstler, für unterschiedliche Künstler aus, im Moment aus Hamburger Werkstätten, wir gehen erstmal von der Situation aus, die auch da ist, zur Verfügung stellen können. Die Kunsthochschule Ottersberg, das ist nah bei Hamburg, unterrichtet freie bildende Kunst als Studiengang. Wir werden da jetzt wahrscheinlich ab Sommer 1 bis 2 Gasthörer unterbringen können. Das heißt, wir werden ein modulartiges Studienprogramm mit den Künstlern zusammen einen Studienplan entwickeln, wie sie zunächst als Gasthörer an dem Studiengang partizipieren können. Es ist nicht ausgeschlossen, dass daraus auch eine ordentliche Studienschaft sozusagen rekrutiert. Wir fangen an mit dieser Idee der Gasthörerschaft. Das ist dann glücklicherweise so, weil es auch über Assistenz dann unterstützt werden muss, dass teilweise Studierende aus der Hochschule mit eine künstlerische Assistenz machen werden und von Seiten der Betriebsstätte Bahner 16 eine künstlerische Assistenz stattfinden wird, wiederum Teile der Ausbildung auch in Hamburg absolviert werden können und die Künstler dann also nicht von Montag bis Freitag pendeln müssen, sondern wieder so ein kombiniertes Programm entwickeln können möglicherweise. Perspektivisch, es gibt an dieser Hochschule ein Orientierungsjahr. Es stellt eine künstlerische Orientierung dar, ohne dass sich die Teilnehmer festlegen müssen, ob sie in Richtung bildende oder darstellende Künste gehen, sondern es ist wirklich eine Orientierung. Und langfristig ist die Überlegung, das auch Leuten im Berufsbildungsbereich als Co-Studium, als integriertes Studium sozusagen zur Verfügung zu stellen, dieses Einführungsjahr. Woraus natürlich auch langfristig wieder dann möglicherweise Studierende, also sich auch Einzelpersonen entwickeln können, die dann wirklich zu ordentlichen Studierenden werden. Qualifizierung im Bereich Theater ist ein Thema, im Bereich der darstellenden Künste. Wir arbeiten mit einer privaten Schauspielschule zusammen, die jetzt für den nächsten Ausbildungsgang einen Ausbildungsplatz anbieten wird für einen behinderten Schauspielinteressenten. Hochschule für Musik und Theater ist dabei, macht auch erstmal Workshops zwischen den Regiestudierenden und Schauspielern von der Hamburger Gruppe Klabauter, die wiederum das Ziel ist, auch einzelne Interessenten herauszubilden und in eine gemeinsame Produktion zu gehen mit den Studierenden zusammen. Also das in Kürze, so soll das aussehen. Das ist das, was wir jetzt starten werden, was wir aus den Gesprächen herausbilden könnten. Wir sind gespannt, was daraus wird. Wir werden diese Modellprojekte jetzt durchführen. Das Ganze wird wissenschaftlich begleitet. Und es wird daraufhin Publikationen, also eine Entwicklung von Handlungsempfehlungen rausgegeben werden, die dann, und das ist eigentlich dann der Kern der Sache, natürlich weitergetragen werden sollen. Also wir werden Informationsveranstaltungen durchführen und das ist auch jetzt schon mal hier an alle Interessenten, wenn es in den Städten, in den Kommunen
Interesse gibt, dass wir so eine Informationsveranstaltung vor Ort durchführen sollen, können Sie uns gerne ansprechen. Das gehört auch mit zu diesem Projekt, dass wir das tun, wo man vielleicht auch verschiedene Akteure, Fachbehörden, Ämter, Kulturschaffende, aber auch natürlich Kulturhäuser, Ausbildungsstätten einlädt und wir über dieses Programm informieren und einfach mal Beispiele zeigen, was kann man tun, welche Möglichkeiten gibt es, welche Resultate haben wir erzählt, was war schwierig, was geht. Also einfach versucht, aus diesen Erfahrungsschatz dann auch weiterzugeben. Wir versuchen das auch weiterzuführen, dieses Programm, und ja, das ist dann wie immer abhängig von einer weiteren Finanzierung, Realisierung, aber also Eucrea wird versuchen, das Projekt auch in Zukunft weiter zu verfolgen, nach Abschluss jetzt 2016, Anfang 2017. Ja, das war so die Vorstellung. Gibt es dazu Fragen? Interessieren, welcher Fachbereich die wissenschaftliche Begleitung macht? Die wissenschaftliche Begleitung wird übernommen von Liz-Marie Diehl, die das langfristig in eine Doktorarbeit münden lassen wird, aber dass diese wissenschaftliche Begleitung jetzt erstmal ein in sich geschlossener Auftrag ist. In welchem Fachbereich ist es zugeordnet? Welchem Fachbereich das zugeordnet ist? Genau. Also auf jeden Fall mit einem Bein in den Rehabilitationswissenschaften in Dortmund und das zweite Bein muss man noch überlegen. Möchte ich eigentlich lieber jemanden aus einem, also sagen wir schon, Blick von außen, also vielleicht was nicht inklusionsspezifisch ist. Ich habe eine Frage zu den Zielen. Also zu der Zielgruppe, Menschen mit Behinderung. Die Palette ist ja riesig. Also geht ja von nicht sichtbar bis deutlich sichtbar oder vielleicht erstmal gar nicht spürbar, hörbar, sehbar. Also wer wird denn da angesprochen? Oder wer ist denn da? Also wir gehen erstmal von dem aus, was da ist. Wir gehen von den Werkstätten aus. Und wir gehen von den Ateliers, die in diesen, oder Kunsträumen, wie auch immer, die in diesen Werkstätten in Hamburg sind. Dann wiederum ist alles individuell. Ja, also da gibt es nicht, wir haben jetzt für dieses Programm am Hamburger Konservatorium, werden recht viele sehbehinderte Menschen dabei sein. Teilweise sehbehindert, mehrfach behindert. Das ist komplett unterschiedlich. Und das ist auch nicht, Behinderung ist ein weites Feld, deswegen sage ich individuelle Maßnahmen. Wir gucken einfach, wer passt. Wer könnte es leisten, wer hält es aus, in Publikum zu sein, in Gruppe zu sein, wer ist, also welche Fähigkeiten hat der Einzelne und für wen passt es? Deswegen machen wir auch teilweise erstmal diese Workshops oder diese Castings vorher, weil beispielsweise bei einer künstlerischen Produktion muss die Person auch in die Produktion passen, der Typ, der Charakter, die Rolle. Ja? Dann bei sowas wie einem Kunststudium, da muss es darum gehen, ob jemand in einer Gruppe sein kann, ob er sich selbstständig orientieren kann, wie er sich künstlerische Inhalte selber erschließen kann. Das ist total individuell. Deswegen können wir auch nicht sagen, das ist ein Programm für geistig Behinderte oder für psychisch Kranke, oder das werden wir auch nicht tun. Sondern wir gehen erstmal jetzt von den Strukturen aus. Wir sagen, es gibt die Werkstätten, da gibt es Künstler, da gibt es Menschen, die sehr lange künstlerisch schon arbeiten, die auch innerhalb der Abteilung schon sehr lange künstlerisch ausgebildet wurden. So, aber wir wollen eben auch einen Schritt weiter und darüber hinausgehen und auch langfristig wirklich Strukturen bilden, die auch Beschäftigung und also nicht nur Ausbildung, sondern auch Beschäftigung außerhalb einer Werkstatt auch ermöglichen oder in Kombination mit der Werkstatt als sozusagen Arbeitsvermittler. Aber wir gehen schon erstmal von dem aus, was wir haben, was da ist. Ja, es bleibt Werkstattstatus, also beispielsweise jetzt Schmitz-Tivoli, also das ist Praktikum, wir machen das erstmal nur als Praktikum mit dem entsprechenden Vertragsaufenthalt und so weiter. Es gibt
jetzt beispielsweise in Hamburg gibt es dann Modelle, zum Beispiel gibt es das Hamburger Arbeitsmodell, richtig? Richtige? Hamburger Arbeit? Nee. Assistent. Nee, nicht Hamburger Arbeitsassistent. Hamburger Budget für Arbeit, ja. So nennt es sich. Na, da kann man dann anstreben, wenn man sieht, das Praktikum läuft gut und erfolgreich, das Schmitz-Tivoli ist zufrieden, möchte diese Person weiter in der Produktion haben, die Person kann es auch leisten, dann könnten wir überlegen, ob wir auf dieses Budget für Arbeit zurückgreifen. Das ist ein Zuschuss, das ist eine Kofinanzierung, wo eben der Arbeitgeber, also in diesem Fall das Theater, für die Minderleistung eine Zusatzfinanzierung bekommt von der Stadt. Das gibt es noch nicht in allen Bundesländern und da wird man auch sehen, was das Bundesteilhabegesetz bringt, wie weit man da wieder dann auch andocken kann oder ansetzen kann. Wie groß ist denn Ihr Team, was Sie sozusagen mit Eukrea dann zusammenarbeiten und was für ein Hintergrund, also aus dem Hintergrund kommen Sie, die jetzt arbeiten und sozusagen die Menschen dann dort begleiten? Also jetzt Jutta Schubert und ich, wir koordinieren und entwickeln dieses Programm. Wir sind beide Kulturmanagerinnen und freiberuflich seit vielen Jahren für Eukrea tätig. Liz-Marie wird die wissenschaftliche Begleitung machen und wir arbeiten eben eng zusammen mit den Kunstateliers, tatsächlich über Alster Arbeit als direkten Kooperationspartner Warner 16, die dann auch die Assistenzleistungen mit übernehmen werden. Ja, das ist dann eben auch im Einzelfall zu klären. Auch das ist natürlich dann, wenn wir über dieses ganze Thema Entwicklung von Ausbildung reden, ist dieses Thema der Assistenz als zukünftige Aufgabe auch im sozialen System natürlich ein wichtiges und auch beruflicher Perspektive außerhalb von Werkstätten natürlich ein wichtiges Bildungsthema auch. Ja, ein, zwei Fragen noch. Wir sind jetzt ein bisschen über die Zeit. Eins, zwei. Ganz kurz zu diesen künstlerischen Assistenten. Wer ist das? Wer macht das? Das sind dann im Moment Leute aus der Betriebsstätte Warner 16. Kai, bist du da? Nein, der ist im Nebenraum. Ach so, okay. Innerhalb von Warner 16 sind Künstlerhonorarkräfte, sind FSJler, Bundesfreiwilligendienst sind Leute, die angestellt sind als Assistenten, als Leitungspersonen. Also im Grunde, und das ist auch ein wichtiges Thema, das sind auch Bezugspersonen. Also es sind Leute, die kennen sich. Ja, das ist nicht irgendein Assistent, der kommt dann von außen und sagt, ich hole dich jetzt ab und fahre dich da und dahin. Und das hat alles eben ganz wirklich viel mit persönlichen Beziehungen zu tun. Das hat was mit sich kennen, und auch dieses Sicht, auch die Künstler bei Warner 16 zu überzeugen, dass sie an dem Programm teilnehmen. Das hat was damit zu tun, dass dort überzeugt wird und sagt, mach das doch mal, lass uns doch mal sehen. Ja? Auf allen Ebenen meines Erachtens ist das ein reines Kommunikationsprojekt. Das geht um Beziehungen. Achso, eins, zwei, aber dann müssen wir wirklich Schluss machen. Fließen da in diesem ersten Schritt Gelder an die Kooperationspartner? Nein. Okay, super. Nein. Das ist null. Sehr gut. Nein, die kriegen nichts dafür, dass sie das tun. Das ist ein wichtiger Punkt. Hatten Sie auch versucht, mit Tanzhochschulen, also wo zeitgenössischer Tanz unterrichtet wird, Kontakt aufzunehmen? Also außer jetzt den Hip-Hop? Nee, haben wir nicht, weil wir versucht haben, in Hamburg ist dieses Potenzial an, es gibt keine richtigen Tanzkompanien, wo man Leute irgendwie rausnehmen kann. Wir waren im Gespräch mit einer Kompanie, aber die Leute wollten das auch nicht und waren auch noch nicht so weit, dass das möglich gewesen wäre. Also wir brauchen gute Künstler, die sich das zutrauen, die, wie gesagt, in Öffentlichkeit, in Gruppe sein können, die das künstlerische Potenzial haben, dass wir auch zeigen können, was da ist, also erfolgreich auch zeigen können. Deswegen stützen wir uns natürlich auch auf die, wo wir wissen oder die Vermutung haben, dass es funktionieren könnte. Ja, dann bedanke ich mich erstmal für das Zuhören. Wir werden sicherlich auf den weiteren Veranstaltungen dazu informieren, wie das Programm weiterläuft und auch wirklich nochmal die Bitte,
Wenn es Interesse gibt, dass wir das Programm in anderen Bundesländern, Städten, Kommunen, Gemeinden und so weiter vorstellen, dann gerne uns ansprechen. Wir werden das jetzt in der zweiten Jahreshälfte schon beginnen.